Anfrage von Rentenbescheid24.de beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Was wird mit der Hinzuverdienstgrenze bei Altersrenten im Jahr 2023? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich bekomme fast täglich Anfragen zum Thema Hinzuverdienstgrenze Altersrente und vor allen Dingen da bewegt sehr, sehr viele Menschen, vielleicht Sie auch, die Frage, was gilt denn nun eigentlich im Jahr 2023 im Bereich der Hinzuverdienstgrenzen bei vorgezogenen Altersrenten? Aktuell haben wir folgende Rechtslage. Corona-bedingt wurde zum 01.01.2022 die Hinzuverdienstgrenze von 6.300 Euro auf 46.060 Euro angehoben und zwar gültig bis zum 31.12.2022. Wer also zum Beispiel am 01.08.2022 eine Altersrente bekommt, der kann beginnend ab dem 01.08.2022 bis zum 31.12.2022 anrechnungsfrei an die Rente 46.060 Euro dazu verdienen. Das nutzen wirklich sehr, sehr viele Menschen. Also bei uns in der Kanzlei ist das wirklich so ein wirklicher Renner. Jetzt wollen natürlich die Menschen auch wissen, was ist im Jahr 2023? Und im Koalitionsvertrag steht geschrieben, wir wollen die Hinzuverdienstgrenze entfristen. Und da kann man natürlich sehr, sehr spekulieren, was das zu bedeuten hat. Und ich könnte jetzt einfach so sagen, naja, die Hinzuverdienstgrenze wird im Jahr 2023 auch 46.060 Euro lauten. Aber das wäre natürlich sehr, sehr gewagt von mir, denn ich weiß es nicht sicher. Also habe ich Folgendes gemacht. Ich habe das Bundesarbeitsministerium angeschrieben, und zwar den Dr. Schmachtenberg. Dr. Schmachtenberg ist dort verbeamteter Staatssekretär und der ist für das Thema gesetzliche Rente zuständig, soweit wie ich das sehen konnte. Und ich habe Herrn Dr. Schmachtenberg gebeten, mir doch mal zu sagen, wie es denn mit dieser Hinzuverdienstgrenze im Jahr 2023 aussieht. Die Anfrage habe ich Anfang Juni gestellt via Mail. Ich habe bis jetzt eine Eingangsbestätigung bekommen vom BMAS und warte jetzt auf die Nachricht. Ich gehe davon aus, dass eine Entscheidung zum Thema Hinzuverdienstgrenze und wie die dann im Jahr 2023 aussehen wird, spätestens im September, Oktober kommen muss, denn wir müssen die Gesetzgebungsverfahren beachten. Gesetzgebungsverfahren laufen eine bestimmte Zeit, da gibt es Fristen, damit dann auch tatsächlich die geänderte Hinzuverdienstgrenze, wenn sie denn kommen sollte, im Jahr 2023 zum 01.01. mit Gesetzeskraft geändert wird. Ansonsten, wenn es dazu nichts geben sollte, wird es ab 01.01.2023 die Hinzuverdienstgrenze von 6.300 Euro bei einer vorgezogenen Altersrente geben. Davon müssen wir aktuell erst einmal ausgehen. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.